Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, einem Nachholpart von Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben diesmal ein bisschen mehr nachzuholen, weil wir ja ein wenig mehr längere Parts gemacht haben. Nein, eigentlich einen einzigen längeren Part. Ich habe entschieden, jetzt immer 30 Minuten oder ungefähr 30 Minuten aufzunehmen. Und ja. Läuse ein Schwanz. Blödsinn. Okay. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, dass man weiter darf. Aber ich guck mal kurz auf die Karte. Also ich habe natürlich mal wieder gespeichert und beendet. Und wir gucken mal auf die Karte und reden ein bisschen. Ich weiß nicht, ob dadurch irgendwas freigeschalten wird, dass wir dann erst da durch dürfen und sowas. Aber ja, wir haben hier den Kreis bekommen wahrscheinlich. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir rushen jetzt ein bisschen durch, Alter. Ich meine, es wird einiges kürzer sein, weil wir ja noch mit den ganzen Zoras gesprochen haben und so in dem letzten Part. Und ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, denn da ich ja schon wieder so eine kleine Pause hatte, bin ich mir nicht sicher, ob ich klarkommen werde mit der Spiegelverkehrtheit. Spiegelung der Welten. Ja, ja. Ui, oh, von der Vieh, oh. Oh Mann, ich bin so dämlich. Los folgt der Vieh, ne? Ich wollte hier kurz die Map freischalten, sage ich mal. Haben wir nämlich da auch gemacht, ja? Okay. So, dann müssen wir nach rechts. Oh Gott. Echt, sobald ich einen Nachholpart aufnehme, muss ich anfangen zu gähnen. Was ist los? Okay. Ich hoffe, der Sound ist nicht so laut. Aber das sage ich irgendwie jedes Mal. Deswegen scheiß drauf. Okay. Ja. Es gibt eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ich weiß ja, was im letzten Part passiert ist. Vielleicht wisst ihr es auch. Und wenn nicht, dann solltet ihr die richtigen Parts angucken. Eigentlich ist das ja auch nur so ein Zusatzscheiß. Also wie man schon am Thumbnail sehen kann. Ist jetzt nicht das Ernsthafteste auf der Welt. Und das ist jetzt einfach nur so zum Nachholen, weil wenn ihr nicht versteht warum, schaut euch einfach mal das Let's Play an. Das normale Let's Play, da ist eine Playlist und in der Beschreibung ist das nächste Video verlinkt und so. Und mir fällt gerade auf, dass ich das in den letzten Parts vergessen habe zu verlinken, glaube ich. Sollte ich mal nachholen. Und ja, deswegen ja, schaut euch einfach, guckt auf die Playlist von The Legend of Zelda Twilight Princess. Da ist noch irgendwas mit Verwirrung im Titel oder sowas. Ich bin mir gar nicht sicher. Wo sind eigentlich die Kisten hergekommen? Die waren eigentlich nicht da. Okay. Und ihr könnt aber die Playlist durchschauen und ich hoffe, das hat den Effekt, den ich mir erhofft habe. Ist natürlich von mir aus, also wenn ich das jetzt sehen würde, ein bisschen anders, weil ich meine eigenen Parts erstmal nicht schaue und dann auch noch, weil... Ups, das war nicht der richtige Knopf. Ja. Und nicht, weil ich... Warte. Ich schaue meine eigenen Parts nicht und ich kenne halt die Hintergründe und alles. Deswegen... Ich glaube, ich sollte mal ein, zwei Parts gucken. Und sehen, wie verwirrend das eigentlich ist. Oder ob das überhaupt verwirrend ist. So. Wir werden gezwungen, mit diesem Typen zu reden, weil... Er ja sozusagen den Typen hier freischaltet. Sozusagen. Den Gast. Ja, ja. So. Und hier haben wir eine schöne Fläche voll nichts. Oh, das kann man skippen. Ja, komm. Nein. Ach, jetzt hat er mir Schaden gemacht. Jo. Ja, komm. Los. Oh. Lol. Nein. Was für ein Scheißvieh. Jetzt werde ich noch sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Der springt. Oh. Ach komm, ey. Er sieht aus wie so eine Wurst. Kein Plan. So, jetzt so. Aber jetzt verstehe ich das, er will natürlich angreifen, aber ich finde es trotzdem unlogisch,
Er müsste einfach die ganze Zeit mit den Pfeilen ballern, obwohl er trifft mich ja nicht immer. Also es ist schon logisch, dass er dann die Taktik ändert. Aber wenn er sieht, dass das nicht wirkt... Ey, verarsch mich doch nicht, du Scheiße. Ich wurde noch nie von diesem Penner erwischt. So, jetzt reicht es aber, jetzt gehe ich... Nein. Jetzt gehe ich weg. Jetzt gehe ich weg und hole mir erstmal ein Herz oder so. Weil ich habe ja eigentlich noch eine Fee, aber das ist natürlich blöd. Boah, noch mehr Herzen? Ist ja krass. Okay. Danke, das reicht. Hoffentlich ist er nicht zurückgesetzt oder so, dass ich ihm nochmal schaden muss. Aber er kommt gleich runter. Danke. Okay, er ist tot. Cool. Also noch nicht ganz. Wir töten ihn nochmal. Richtig. Bam. Okay. Jetzt ist er tot. Und das kann man schön abbrechen. Und das kann man auch schön abbrechen, wie geil. Wunderbar. So. Ach ja, so war das hier. Stimmt, so weit habe ich ja auch schon mal gespielt. Habe ich vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui. Und einmal... Ja, und gleich tot. Wie dumm ist das denn? Ja, ja, gib dir ein bisschen Mühe. Ey, bist du blöd oder was? Ey, was geht mit dir? Ja, ist gut. Also ein bisschen merke ich gerade ein bisschen scheiße, weil ich muss ziemlich weit nach oben zeigen, um gerade zu sein. Das sollte ich vielleicht mal umstellen. Aber an sich ist es trotzdem nicht mehr so schlimm. Ach, das sollte schon passen hier. Passt schon. Ein bisschen langsamer vielleicht sein, ne? Aber sonst dürfte das echt passen. Ui, ich bin aber voll langsam, weil das hier braucht alles so ewig. Beziehungsweise eben gerade war das ja ein bisschen anders getimt hier alles. Aber ist okay. Du, 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 du. Der kommt mir entgegen, genau. Kann ich nicht eigentlich einfach aus dieser Höhle rausfliegen und dann habe ich keine Probleme mehr? Aber nein, so weit kommt er gar nicht nach oben. Die Luft ist dort viel zu dünn. Kriegt er nicht hin. Dieser Vogel hier. So. Das Tolle ist, wir dürfen das bald nochmal machen. Hey, die haben auch Bombenfallen. Tschüss, ich glaube nur ich hab die. Ja, ist gut. So. Burp. 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 Okay. Cool, geschafft. Nach 1000 Mal fehlen. Also man merkt schon, die Wii-Version ist nicht so meine Stammversion. Das merkt man sofort. So. Was kriegen wir hier noch? Ach, wir haben... Hä? Wir haben volles Leben. Okay. Hui. Wir brauchen keinen Stern. Stern? Wie komme ich denn jetzt auf Stern? Okay. So. Abbrechen. Oh, bla, 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 bla. Okay. Mal gucken, ob ich es hier hinkriege, das alles richtig zu timen mit dem... Alter, ja, danke. Ich würde gut sagen. Das ist ein bisschen... Genau, hier. Von hier aus können wir... So. Springen, 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 springen. Okay, das war ja noch die normale Passage ohne irgendwelche bösen Überraschungen. Das ist eine böse Überraschung. Und hier kommt jetzt fast runtergefallen Überraschung. Shit, ich wollte nicht A drücken. Nein! Boah. 2 Herzen hat mir das diesmal abgezogen. Ich hasse das, ey. Ich weiß schon, warum ich das hier irgendwie schlecht in Erinnerung hatte. So, okay, dann halt noch... Warte mal, wenn... Komm her, Fledermaus. Bitte, töte mich. Los, komm her, töte mich. Oder versuch es zumindest. Lecker.
Fledermausbrei. Hm, doch kein. Schade. Dann du vielleicht, komm her. Du willst mich doch auch böse sein hier. Ja. Herz. Nö, wir brauchten schon Herzen heutzutage. Keiner. Danke. Ach so. Mann, ey. Und wenn das echt bedeutet, dass ich zwei Herzen verliere, bin ich gleich tot. Obwohl, ich habe eine Fee vielleicht. Wahrscheinlich. So, jetzt ein bisschen langsamer. Ich bin zu doof. Oh. Okay. Ich bin echt zu doof. Ich bin einfach zu blöd für diese Kacke hier. Aber gut, wenigstens passiert das nur zweimal und nicht immer wieder. Also zum Glück, die respawnen diese Steinbröckchen, diese Eisbröckchen nicht wieder, weil das wäre sonst echt scheiße. Irgendwie schon seltsam, dass der Wasserfall sich so formt, dass man eine Plattform hochspringen kann. Wieso fliegst du denn so niedrig, du Viech? Okay. Los, gib mir ein Herz. Kein Herz. Wieso sind die alle so gierig, so geizig hier? Und genau, jetzt kommen hier diese Viecher. Nein, wartet. Wartet, da war ja was. Spiegelverkehrt. Oder ist hier auch ein Durchgang? Ah, doch, hier ist auch ein Durchgang. Okay. Dann war es gar nicht nötig. Aber gut. So. Lichtszene. Szene. Jetzt gibt es Hoffnung. Nein, kein Plan. So. Guckt euch das an. Abbrechen. Okay, bla bla bla. Und. Schnell raus hier, schnell. Und gleich warte. Hä? 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 Bin ich jetzt gerade blöd oder was? Hat die uns schon voll gelabert? Ach, wie war das? Oh, ich bin so dämlich. Wir müssen natürlich auch erstmal den Steinbrock holen. Ach, ich bin so genial. Genial. Alter. Ich bin so blöd. Wie geht das denn? Alter, mein Hirn. Aber das war eher so das Syndrom. Ja, ich kenne das Spiel. Ich habe das schon mal gespielt, habe keinen Bock zu lesen. Deswegen spiele ich das einfach so schnell wie möglich durch. Und dann vergisst man die Hälfte einfach. Wie dumm ich bin, ne? Och ja, wo ist denn die Prinzessin? Die soll sich doch bedanken, dass ich sie gerettet habe, obwohl ich gar nichts getan habe. Ich habe sie im Eis gelassen, ist doch gut. Ach Gott. Und die Krone interessiert es eigentlich auch nicht, dass dieser Felsbrocken plötzlich verschwindet. So, jetzt aber. Was ich wohl gemacht hätte, wenn hier nicht diese Sequenz käme, weil ich es so nicht gemerkt hätte, dann wäre ich wieder den Fluss abwärts gesprungen, der eingefroren ist und so. Wieso ist das eine Pflichtszene, bitte? Nein. Na, das ist schon ein bisschen blöd von mir gewesen, aber gut. Ich finde es immer noch gruselig, dass hier einfach Wesen sterben. Wieso sterben sie nur? Und da sagt man, dass die hinten diesen Kinderspiel. Nee. Das ist nicht. Das ist ein gefährliches, böses Spiel. So. Sind wir in der Gegenwart angekommen, sozusagen. Und deswegen bin ich jetzt den Part. Den Nachholpart. Danke fürs Zusehen. Und ja, wenn ihr Bock habt auf den richtigen Part, könnt ihr natürlich auch da vorbeischauen, ne? Also, bis dann und tschüss, Lüss. Der kommt übrigens auch gleich. Also, ups. Der ist immer so, also meistens eine halbe Stunde Unterschied oder manchmal ein paar Minuten. Je nachdem. Knubbi. Oh, okay. Ich lass dich. Okay. Bis zum richtigen Part. Tschüss.